Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt Watch Dogs. Ja, wir sehen hier schon, dass das Spiel lädt. Ich kann von Glück reden, dass ich das Spiel jetzt spielen kann. Es ist ein Tag nach dem Release und ja, bitte warten Sie, während wir Sie mit dem Ubisoft-Server verbinden. Na, das kann ja jetzt wieder heiter werden. Okay, er hat's geladen. Okay, gut. Weil es ist natürlich sehr von Glück geprägt, wenn man hier reinkommt, weil die Server sind natürlich voll. Und ich habe jetzt schon mal auf neues Spiel geklickt. Und damit der Ganze hier laden kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Bin schon sehr gespannt, was es uns alles bieten wird. Und ja, wie gesagt, wir starten das Spiel, es lädt schon derzeit, habe ich jetzt einfach mal ganz schnell drauf geklickt, weil ich dachte gerade, der Controller geht auch nicht, weil ich habe hier versucht, mit dem Analogstick hoch und runter zu gehen, das hat nicht geklappt, jetzt habe ich A gedrückt und schon hat er das neue Spiel gestartet. Nun gut, gucken wir mal. Oh, eine Cutscene. Halten wir also mal die Klappe und gucken uns das Ganze mal an. Das ist schon mal sehr geil, dass er sich überall reinhacken kann. Hack, 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 hack. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. Smartphone. Nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? What was that? Oh. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Wenn man zu viel will, ne? Und zusammengebrochen. Da haben wir den hier. Download-Links. Ja, ja, klar. Coole Phishing-Mails. Maurice. Dialing. Yeah. You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Da will uns jemand ausschalten. Ich glaube, es spinnt. Und den müssen wir wahrscheinlich wiederum versuchen auszuschalten. Ubisoft Presents. Ubisoft Montreal Production. Schöner Teddy. Sneef, sneef, sneef. 11 Monate später. Dann sitzen wir jetzt hinter Gittern oder was? Connected. Oh, was geht hier jetzt los? You got me, man. Who gave the order? Don't. I don't know. You don't know.
Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell you a name. Lena. Lena Pierce. Lena Pierce? Wer das? I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I know a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. So, erschießen Sie Maurice, halten Sie LT zum Zielen und drücken Sie RT, um zu schießen. Das ist altbekannte Steuerung. Erschießen Sie Maurice, das ist ein Questziel. Mache ich zwar nur ungern, aber wir sind ja, wir müssen ja unser eigenes Leben schützen, also töten wir ihn. Haha. Wow. Drücken Sie B, um einen Gegner niederzuschlagen. Ja, B, weil ich hier den Xbox 360 USB-Controller verwende. Ah, okay. So, mit B jemanden niederknüppeln ist gespeichert. Irgendwo im Tiefen des Hirns. So, und jetzt können wir uns wahrscheinlich hier umschauen. Da blinkt schon was. Da blinkt schon ein Smartphone. Maurice redet nicht mit mir, aber ich wette, er hat mit dir geredet. Drücken und halten Sie X zum Hacken. Uplay-Aktion beendet. Okay, was können wir denn hacken? Drücken und halten Sie X zum Hacken. Ah. Verlassen Sie den Umkleideraum, sobald Sie bereit dazu sind. Okay, sind wir denn schon bereit dazu? Ich muss dazu sagen, also ich war am Anfang überlegen, für was holst du dir das Spiel jetzt? Für PC oder für PlayStation 4? Ich hatte mich jetzt für PC entschieden gehabt, da ich OY-Medizin, da ich diesen enormen Preisschub auf die PlayStation 4-Version irgendwie ja, nicht ganz gerechtfertigt fand, hab's mir jetzt für den PC geholt und muss sagen, ja toll, jetzt habe ich hier Lags. Na gut, 30 Frames per Second jetzt, es waren gerade 25. Verkaufsautomat, Schwachstelle erkannt, Getränkautomat, können wir den hacken? Ah, okay. Oh, cool. Haben wir kostenlos ein bisschen was zu saufen bekommen. Können wir das jetzt hinten nicht mitnehmen? Schwachstelle erkannt. Okay, jetzt haben wir anscheinend jetzt schon gehackt. Hier haben wir ein paar Dosen rausbekommen. Ah, das bringt uns auch nicht viel weiter. Gibt es hier drin eigentlich noch was zu holen? 23 Frames, das ist echt abartig. Und ich zocke noch nicht mal auf Ultra-Grafikeinstellungen, sondern nur auf Hoch. Und ich weiß auch gar nicht, ob der das Ganze jetzt speichert, weil ich glaube, ich bin jetzt nicht direkt mit den Uplay-Speicherservern verbunden, sondern nur... Ja, das Ganze ging halt nicht, es war halt alles ziemlich down. Öffnen wir mal die Tüte hier. Oh, da waren $168 drin. Wer lässt denn hier im Umkleideraum $168 liegen? Aber das ist unser erstes Taschengeld. Jetzt haben wir schon 668. Damit können wir schon uns ein bisschen was kaufen. Ein Mettbrot oder sowas. Chemische Komponente. Für was brauchen wir die? Ah, die nehmen wir einfach mal mit. Dann können wir... Ah, okay, so ein Explosionszeichen. Können wir uns bestimmt irgendwie ein Explosions... Dingens basteln und das dann per Fernsteuerung zünden, also per Smartphone. Der macht ja alles hier mit Smartphone. Gut, wir sollen hier den Raum verlassen, wir sollen irgendwie versuchen abzuhauen. Ich wandle hier mal leicht aus dem Raum raus. Oh, hier steht Baseballschläger. Kann ich da was mitnehmen? Ich glaube, wir sind nicht so aggressiv, oder? Yo, Maurice. Yo, it's shaking, motherfucker. Shit.
Oh shit, oh shit. Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Ja, Beweise verschmieren, das ist immer gut. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah. True story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them, too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. Handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice? What do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Nein. Gib dir gleich Dick. So, drücken Sie A, um in Deckung zu gehen. Okay, mit A können wir uns verstecken und auch aus der Deckung hervor. Kriechen drücken Sie B oder bewegen Sie L, um die Deckung zu verlassen. Ja, mit L geht das auch ganz simpel. So, verstecken wir uns mal wieder. Ich ziehe... Ah, ich habe gar keine Munition. So, haben wir denn hier irgendwie... Bisschen was zum Schießen, bisschen Munition irgendwie. Der hatte doch hier eine Knarre liegen. Ah, die können wir gar nicht irgendwie aufsammeln oder mitgehen lassen. Können wir den Ballwurfmaschine, da müssen wir hin. Sind hier irgendwelche Cops unterwegs oder so? Ich traue mich ja gar nicht hier. Der hat eine Leiche gefunden. Ich traue mich ja gar nicht hier irgendwo hinzugehen. Oh, öffnen. Was haben wir denn hier? $222. Oh, da liegt noch ein schöner Burger. Den können wir uns auch mal gut gehen lassen. Da ist noch eine chemische Komponente. Oh, da ist ja... Da sind ja die Cops. Eieiei, okay. Da sind die Cops. Gut zu wissen. Wir müssen da irgendwie zur Ballwurfmaschine hin. Können wir hier irgendwie drum herum schleichen, so dass die das vielleicht gar nicht mitbekommen? Ah, die leuchten uns natürlich voll in die Fresse rein. Das ist natürlich nicht so praktisch. Also sollten wir vielleicht doch versuchen, von hier hinten irgendwie Angriff auszunehmen. Ballwurfmaschine, Moment. Ballwurfmaschine. Könnten wir denn noch hier hacken? Steht denn da die Bullerei? Steht bestimmt. Ah, da stehen sie doch. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. Versteck dich. Oh, ja. So, da sind aber keine Bälle drin. Okay, that is creepy, denkt er sich. Okay, jetzt könnten wir hier schon die Tür aufmachen. Aber ich glaube, ach, da steht dann noch einer im Weg. Vielleicht müssen wir es nochmal aktivieren. Genau, dass der sich erschreckt und dann dahin geht. Können wir jetzt den da irgendwie ablenken? Oder... Ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? War voll ins Licht gegangen. Folge dem Licht nicht. Anlocken.
Wir müssen einfach nur da oben hin.